und spreche alle eure Sprachen. Nehmt mich auf in euer Denken und Handeln als Botschafterin der lebendigen Vergangenheit und begleitet meinen gesandten Kylia auf seiner Reise durch die Zeit. Heute, im Jahr 777 vor der geweissagten Geburt eines Gottessohnes, steht hier am heiligen Berg der Wechsel des Sonnenjahres bevor. Und in die Schatten, die hinter dem Berg des weißen Goldes fallen werden, werde ich eintauchen. Eintauchen und mich mit Hilfe der magischen Zahl 7 und unter Verwendung dieses Zeitrates fortbewegen aus meiner Zeit, die einst eingehen wird in die Geschichte aller Völker. Historisches Unterbewusstsein sagt mir, dass ich mitten unter Kelten bin. Sie sind Feuer in der Nacht, in der dunklen Nacht. Spürst du nicht, wie er brennt? Sie sind Feuer in der Nacht, in der dunklen Nacht. Und ich suche und ich renn. Sie sind Feuer in der Nacht, in der dunklen Nacht. Siehst du nicht, wie er leicht? Das Feuer in der Nacht, in der dunklen Nacht. Es hat dich noch nicht erreicht. Ja, ich möchte für dich so sein wie der Wintersonn. Was wollen sie in der eisgolden Zeit? Und du hast das in der Hand, dass ich zu dir komm. Alles in der Luft ist schreit. Sie ist ein Feier in der Nacht, sie ist ein Feier in der Nacht, hey ja, sie ist denn nicht mehr im Ring. Sie ist ein Feier in der Nacht, sie ist ein Feier in der Nacht, hey ja, und es wird von mir rennen. Feier in der Nacht. Erkennt ihr mich wieder? Kylia. Aber ich habe mich in der Person des römischen Legionärs Cyrus versteckt.